Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ahorn Camp. Ich bin Jasper, nicht von Ahorn direkt, sondern von Revotion. Wir sind eben ein Startup aus Düsseldorf, was Camper und Boote smart macht. Und zwar stehen wir jetzt gerade vor dem Van 620 bei Irmscher, wo nämlich das Revotion-System standardmäßig verbaut ist. Und wir wollten heute einfach mal drüber sprechen, was genau bringt euch das Steuerungssystem, einfach mal im Detail durchzuschauen. Also ich würde sagen, kommt mal mit. Das Revotion-System ist nämlich ein komplett modulares System. Das heißt, ähnlich wie im Smart Home hat man auch verschiedene Module, die verschiedene Sachen machen. Eben schalten, irgendwelche Geräte auslesen. Das schauen wir uns gleich nochmal im Konkreten an. Vor allem hier auf die Lichtsituation bedeutet das, wir haben halt hier das ambiente Licht, haben aber trotzdem noch physische Schalter dazwischen. Man kann auch das Oberlicht dann auch optional sozusagen parallel schalten, also digital und eben trotzdem noch per physischen Schalter. Solche, ich sag mal, speziellen Lampen, wie jetzt hier diese Lampen über der Dinette oder auch über der Küche, die bleiben tatsächlich komplett analog, ist eben auch teilweise einfacher, einmal kurz anzutippen und dadurch eben Geschwindigkeit zu gewinnen. Aber lass uns das doch gerne mal im Konkreten angucken. Jetzt sind wir hier direkt an dem Steuerpanel angekommen und wir können es anmachen, eben hier einmal über das Display sofort hier und sehen diese Übersicht aus diesen verschiedenen Widgets. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal durch. Das Wichtigste ist ja eigentlich zu wissen, wie lange kann man noch stehen. Gerade auch Thema, wir sind ja hier in einem Kastenwagen. Das heißt, man will ja vielleicht auch ein bisschen flexibler sein, an Orte fahren, wo man eben nicht so mit großen Fahrzeugen hinkommt. Das heißt, das Thema Autarkie ist umso wichtiger. Und hier sehen wir eben ein smartes Energiemanagement, wo wir eben genau die Ströme des Fahrzeugs nachverfolgen können. Das heißt, wir sehen genau, diese ganze Beleuchtung hier im Fahrzeug verbraucht gerade 45 Watt. Wir laden mit 100 Watt rein, also insgesamt fließen über 57 Watt ins Fahrzeug rein. Die Batterie wird auch direkt ausgerechnet und wir sehen eben in dem Fall, wo wir ja laden, die Ladezeit. Wenn wir jetzt gleich den Strom rausziehen würden, wird man eben genau sehen, wie lange kann man noch stehen. Damit habt ihr genau die Sicherheit, dass ihr eben lang genug stehen könnt und einfach wisst, wann ihr wieder laden müsst. Neben dem Batteriemanagement haben wir eben auch einige Geräte digital, unter anderem die Frischwasser- und Grauwasseranzeige. Hier sehen wir jetzt wirklich auf den Prozent genau, wie viel Liter Frischwasser und Grauwasser in dem Fahrzeug drin sind. Das ist super praktisch, gerade auch da wieder dieser Autarkie-Gedanke, dass man eben sieht, wie oft kann ich noch duschen, wie viel Liter hat jetzt genau mein Duschvorgang verbraucht, wie viel Liter hat der Duschvorgang von meinem Partner und von meiner Partnerin gebraucht. Und so kann man eben genau seine Ressourcen einteilen und ist vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger damit. Mit dem Ambientebeleuchtung kann man eben echt schöne Atmosphären schaffen und vor allem abends sich wirklich es hier sehr gemütlich machen. Denn klar, die Farben sind cool und ich sag mal, es gibt auch den praktischen Vorteil, dass zum Beispiel rotes Licht ein bisschen einfacher und angenehmer für die Augen ist. Aber vor allem kann man jetzt hier zum Beispiel das Oberlicht dann ausmachen und abends, gerade abends, richtig dunkel dimmen, dass es eben schön gemütlich wird. Da wir jetzt aber nicht einschlafen wollen, mache ich mal wieder Licht an. Was wir noch sehen, sind eben Temperaturen, das heißt zum Beispiel vom Innenraum, aber eben auch vom Außenraum. Das wird vor allem dann interessant, wenn wir Ende des Jahres die Remote-Funktionalität launchen, sodass ihr das eben auch aus der Ferne checken könnt. Wenn ihr zum Beispiel ein Haustier habt, was ihr auch mal ein Stündchen oder zwei im Auto lassen möchtet, dann könnt ihr eben aus der Ferne genau sehen, wie geht es dem Haustier, hat der noch genug Luft, hat der noch, wie ist die Temperatur hier drin zum Beispiel. Der Kühltrank ist in dem Fall jetzt auch digital geschaltet, das heißt, wir können den hier anmachen. Bei jedem Schalter sehen wir nämlich ganz genau, wie viel dieser einzelne Verbraucher auch wirklich verbraucht. Das regt natürlich auch nochmal zum Sparen an, weil man eben wirklich hier genau sehen kann, wie viel Grad oder wie viel Watt so ein einzelner Verbraucher zieht, in dem Fall jetzt 30 Watt. Und wir sehen auch in Echtzeit, wie dann das Auswirkungen hat auf unsere autarke Standzeit. Also es ist die ganze Zeit so ein Sparen sozusagen, dass man eben versucht mit den Ressourcen, die eben endlich sind, einfach besser zu haushalten. Wir können mal schauen bei den Lichtern zum Beispiel. Sehen wir, das Außenlicht verbraucht 9 Watt und das Oberlicht gerade 14. Das heißt, man kann dann überlegen, mache ich die mal aus, spare ich mal wieder einen halben Tag. Die Modularität des Revotion-Systems erlaubt es vor allem auch, solche Sachen wie Gasflaschen nochmal nachträglich weiter auszulesen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel so eine klassische 11 Kilo Gasflasche, wie ihr jetzt hier drin habt,
haben wir einen speziellen Sensor, der eben das Gewicht misst. Und darüber dann könnt ihr eben noch weitere Pakete bzw. weitere Nodes nachrüsten. Wenn ihr diese wiederbefüllbaren Aluflaschen habt, dafür haben wir auch eine Lösung. Da gibt es nämlich so kleine Tankuhren, die man auch eben digital auslösen kann. Auch generell, das Revotion-System hat an sich erstmal kein Limit und kann praktisch immer weiter mit neuen Modulen, mit neuen Heizungen, mit neuen Klimaanlagen eben nachgerüstet werden und eben integriert werden, damit ihr möglichst einen einfachen Campingurlaub habt. Eben nicht mit 10 Apps, nicht mit 15, sondern eben mit einer. Ich hoffe, dass ich euch hiermit einen kleinen Einblick geben konnte in die Welt von Revotion und den Ahorn Irmscher. Es sei gesagt dazu, dass man praktisch das Revotion-System in fast jedes Fahrzeug nachrüsten kann. Das heißt, auch in bestehende Fahrzeuge, in ältere Fahrzeuge, ist komplett egal, ist praktisch immer eine individuelle Sache. Schaut gerne auch mal auf unserem eigenen Revotion-Kanal vorbei, da stellen wir auch viele coole neue Projekte vor, auch viele neue Module. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade zum Caravan-Salon einen Zwei-Wege-Schalter, einen digitalen für elektrische Markisen oder zum Beispiel ein elektrisches Grauwasserventil vorgestellt. Also schaut gerne mal vorbei, abonniert auch gerne diesen Kanal und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao!